nicht vergessen, wenn ihr wollt, dass er automatisch alles übernimmt, müsst ihr bei Geschwindigkeitsmanagement jedes Mal, wenn ihr das Auto neu startet, die automatische Anpassung, nicht unbedingt, kann man, aber auf jeden Fall die Anpassung einstellen. Ja, angepasste Verlauf der Strecke und Anpassung an Geschwindigkeit. So, hier kann ich jetzt dann natürlich noch Kilometer mit eingeben, dass er mir 10 km/h schneller fahren soll. Dann zeigt er mir Auto an und zum Beispiel auch Kreisverkehr und sowas. Sonst übernimmt er das nicht automatisch, dann müsst ihr immer selber das Viereck drücken, okay? So, jetzt aktivieren wir hier mit unten links Set und dann übernimmt er schon Geschwindigkeit. Und gehen wir im anderen View, dann sehen wir das besser. Zack. So. Aber selbst das lenkt er ganz gut hier, muss man sagen. Jetzt kommt hier der Spurverlassassistent. So. Jetzt, perfekt. So. Und das fährt er dann auch schon ganz gut. Er hat jetzt noch keine Geschwindigkeitsübernahme, deswegen Punkt, Punkt, Punkt. Aber der fährt knapp 20 Sekunden autonom und er beschleunigt auch 120 jetzt erkannt und jetzt geht er schon automatisch hoch. Das macht er schon top. Hier 120. So, und dann übernimmt er das. Gehen wir mal eins rüber, da kommt einer. Ja, und dann, sobald wieder alles grün ist, übernimmt er und fährt 20. Wir haben kapazitives Lenkrad. Das funktioniert auch, bloß kurz antippen. Und sehe natürlich auch alles in meinem 210 Quadratzentimeter großen Display. Und wie gesagt, oben links hinter dem 120 steht A. Das heißt, er macht es automatisch. Wenn ihr das nicht eingeschaltet habt, steht nur ein Viereck drin und dann müsst ihr immer hier links auf das Viereck drücken. So, jetzt sagt er uns Hände am Lenkrad lassen. Ja, nur kurz antippen. Perfekt. Dann gehen wir wieder eins rüber, weil wir haben Rechtsfahrgebot. Und das macht er echt sauber. Bis 130 km/h fährt er auch voll elektrisch, wenn es sein muss. Und Lichtautomatik, Fernlichtassistent, also toter Winkelwand. Jetzt blinken wir mal. Und dann sagt er uns, Achtung, da kommt einer. So, jetzt kommt gleich unbegrenzt. Das Schild sehen wir gleich hier. Hier ist unbegrenzt. So, und dann geht er auf Richtgeschwindigkeit in Deutschland 130. Ja, also das macht er wirklich super. Und knapp 20 Sekunden, wie gesagt, können wir das Lenkrad weglassen. Hier links kann man den Knopf zum Einstellen und hier oben können wir auf Standby gehen, Resume wie letzte angegebene Geschwindigkeit zurückholen. Genau. Ansonsten 1er Schritte tippen kurz, lang drauf bleiben, 10er Schritte. Das macht er echt gut. Gehen wir hier wieder auf Navi. Zack. So, jetzt bremst er schon leicht runter, weil vor uns was Langsameres kommt. Aber sobald ich blink, gibt er schon Gas. Das finde ich gut, weil dann nicht erst, wenn er drüben ist, Gas gibt, sondern schon in die Beschleunigung reingeht. Und dass man kein Hindernis ist. So, dann müssen wir warten, bis wieder grün ist. Zack. Und dann funktioniert es tadellos. Das macht er gut. Und auch ruhig. Nicht hektisch oder so. Schon wirklich geschmeidig. Gehen wir wieder nach rechts. Und wenn wir es ein bisschen provozieren mit dem Spurverlassassistent, dann holt er uns auch zurück. Er muss jetzt erst die Linie wiederfinden. Muss sich sortieren. Das machen wir gleich. Und was er macht, er lässt uns rechts überholen. Ich teste das gerade. Sollte er normalerweise nicht machen. Das war jetzt einfach mal kurz als Test. Da sagen andere Systeme, nee, du darfst nicht rechts überholen, weil vorne links einer ist. Ja, so eine Kleinigkeit. Und ansonsten, wenn ich rechts rübergehe, sagt, dann wird es rot und dann lenkt er uns aber automatisch gleich wieder rüber und versucht dann jetzt beim Spurführungsassistent zentriert wieder die Mitte zu finden. Das macht dann entspannt und das Lenkrad vibriert. Also das funktioniert auch. Und zeigt es dann natürlich auch grafisch im Head-Up-Display und hier im Display an. Ja, ansonsten, ja, funktioniert das wunderbar.
Hier kann ich Entfernung einstellen, nach vorne mit dem Querbalken. Super. Dann gehen wir hier wieder runter. Und vorne sollte dann eigentlich erkennen, dass ein Auto kommt und dann bremst er. Ja. Das macht er und sogar richtig. So, dann fahren wir hier mal auf. Das Fahrzeug vorne erkannt. Bremst runter. Und ganz langsam fährt er ran. Finde ich gut. Nicht so hektisch, dass man als Beifahrer oder der Fahrer selber Angst bekommt. Zack. Und dann steht er. So, dann müssen wir kurz Gas geben. Und dann fährt er auch wieder los. Das war's. So, 70 erkannt. Top, macht er automatisch. Sehr gut. So, mal gucken, ob er ein bisschen Kurven erkennt. Ob er da ein bisschen abbremst an der Rand von GPS-Daten. Ja, bleibt bei seinen 100. Ah ja, jetzt erkennt er Kurve und jetzt bremst er auch. Oh, und es geht ein bisschen nach rechts. Oh, stark. Jawohl, komm. Ja, super. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt fängt es ein bisschen an zu regnen, ja. 4. November, das Wetter nicht so toll. Also das war stark, also das hat er echt gut gemacht. Da musste er mal geschwind arbeiten, also er orientiert sich so leicht Richtung Kurveninnenseite, was ich okay finde, dass er den Winkel gut autonom mitnimmt. Das finde ich richtig gut. Selbst eine 100, ich hätte auch 110 eingeben können. Wie gesagt, darüber fährt er 110. Aber es geht jedes Mal aus. Wenn ich das Auto ausmache, dann muss ich das automatische Übernahme. Jetzt bremst er schon runter, weil er eine Kurve erkennt und bleibt leicht rechts innen. Finde ich schon interessant. Also echt stark. Jetzt hat er aber schon 70 vorausgesehen und nimmt die Rekuperation ein bisschen mit, dass er den Akku wieder auflädt. Jetzt muss er wieder ein bisschen nachbeschleunigen. Zack, 70. Perfekt. Sehr gut. Jetzt erkennt der Kreisverkehr, das macht er, finde ich, sehr entspannt, muss ich gestehen. Mal gucken, wie weit er da runter geht, wer erkennt es. Oh, aber, also ja, erkennt er ein bisschen zügiger hinfahren an den Kreisverkehr. Aber, so, mit 30, okay. Also ich habe gar nichts machen müssen, ja. Stark. So, geht raus und beschleunigt. Jawohl, relativ gut wieder. Wir haben 70, ja, jetzt hat er die 100 erkannt, okay, jetzt geht er ein bisschen stärker hoch. Jetzt kommt aber gleich wieder ein bisschen was Kurviges und 70 und Kreisverkehr. Ja, schon wieder 70 erkannt und geht runter und lenkt es aber wirklich, ja, das muss er jetzt nicht unbedingt mitlenken, nimmt er aber gut mit. Vor allem jetzt hier mit ein bisschen Inseln und so, da muss er schon, ja, komm, kriegst, jawohl. Ja, da, das sind diese Momente, wo sich noch viele Assistenzsysteme schwer tun, wenn das von breit auf dünn geht. So, jetzt hat er aber schon den Kreisverkehr erkannt. Ist zwar 100, aber geht schon vom Gas und rekuperiert ein bisschen. Was okay ist, aber ich dahinter würde durchdrehen. Jetzt bremst er runter. Ja, schon sehr gemütlich. Da könnte er mit ein bisschen mehr Zug drauf gehen, auf 30. Und dann fahren wir da raus. Mal gucken, ob er das mitlenkt. Jetzt hat er schon Kreisverkehr erkannt. Okay, da bleibt er ein bisschen links. Ja, komm. Ja. Geh wieder ein bisschen links rüber. Okay. Ja, da muss ich ein bisschen nachhelfen. So, jetzt bremst er runter. Ja, no, jetzt wird es rot. Genau. So, und dann lenken wir rum. Okay, macht es ein bisschen geschmeidig, ja, ein bisschen arg geschmeidig, aber er macht es gut, muss ich sagen. Das macht er gut, er könnte ein bisschen mehr Zug dran haben, aber ansonsten, Renault, wirklich gut gemacht. Jetzt machen wir noch geschwind 360 Grad Kamera, oder ich zeige sie mal. Wo ist er hier? Zack, so, oder? Around View ist bei der Ioniq
Ausstattungsvariante. Wir haben hier die höchste Ausstattungsvariante beim Renault Espace, ist die serienmäßig mit an Bord. Und ich finde sie ganz cool. Man kann jetzt hier so nichts verändern. Hier oben rechts haben wir noch den Parkassistenten, der dann mit dabei ist. Und ich kann dann hier zum Beispiel Zoom nach vorne. Dann kann ich hier rechts, wenn jetzt Bordstein kommt, man sieht es hier, das Eck hier. Da sieht man hier das Rad, wie es sich dreht. Ja, wir haben ja auch Allradlenkung mit dabei. Bis zu 5 Grad geht er. Hinten und vorne 35 Grad. Wir haben dann knapp über 10 Meter Wendekreis, das ist mega. Und ab 50 km/h geht er hinten 1 Grad mit in den Winkel, was die Vorderräder gehen, um das Fahrzeug zu stabilisieren. Also schon cool gemacht. Gehe ich komplett auf 360 Grad. Dann kann ich hier, zeigt er mir Bremslichter an. Oh ja. Ah ja, Bremslichter, Blinker auch. Hajo. Hey, cool. Ja, Blinker. Dann können wir hier richtig schauen, was ist in unserer Nähe. Geht auch vorne, Blinker. Ja, Lichthupe? Ne, Lichthupe macht er nicht. Aber Blinker, das ist cool. Also, und dann können wir natürlich auch ein bisschen fahren. Wenn wir Drive einlegen, dann sollte er eigentlich ein bisschen, oh ja, ganz leicht rollen die Räder so ein bisschen virtuell mit. Aber dann können wir da gucken, wo wir hinfahren. Ne? Wollen wir mal bremsen. Ja, ist schon cool. Also ist wirklich gut gemacht. Muss man sagen. Respekt. Dann haben wir oben rechts ein Rädchen. Und dann können wir hier noch Helligkeit und so einstellen. Schärfe, Farbe und was weiß ich was. Was man zur Lust hat. Aber zu hell ist nichts. Das ist auch nichts. Aber so, ich sag mal, zu viel Farbe ist auch nichts. Aber alles so 50-60% ist gut. Dann können wir hier überall automatisches Zoom reinmachen. Und die Linien weg, Linie mit. Und da, wo wir praktisch hinlenken, die Linien, die blauen, mit oder weg machen, wenn es einem stört. Und das finde ich cool. Gehen wir hier wieder zurück. Dann sind wir wieder hier bei 360 Grad Kamera. Ja, die wollte ich mal kurz erklären. Im Rückwärtsgang gehen wir natürlich nach hinten. Aber einen Zoom habe ich jetzt hinten auf die Länge von 160 Grad oder 170, 180 Grad leider nicht. Aber dafür habe ich ja noch die 360 Grad Kamera. Und wenn ich Vorwärtsgang reinmache, schwippt davor auf die Vorderseite. Finde ich gut. Ja, oben rechts Parkassistent. Genau. Das war schon zum Thema. Ja, schaut euch Parkassistent-Video an, normales Assistenzsystem-Video, Nacht-Video, LED-Video, wie es ausleuchtet, Ambiente-Video, Hardware-View. Wir haben schon ein paar Videos gemacht für euch. Schaut euch das Fahrzeug an. Irgendwie ist es schon ganz cool. Reichweiten-Video, was habe ich verbraucht? Wie weit kann ich fahren mit diesem Vollhybrid E-Tech? Ja. Macht's gut, das war's. Und nochmal danke Auto aus Lore aus Oschelsheim für dieses tolle Testwägele. Ciao! Ja, Checker-Freunde, was er mir jetzt hier anzeigt, ist der Abstandsassistent zum Vordermann in Sekunden. Was ich schon cool finde, wenn ich näher hingehe, wenn wir so den Pferdeanhänger hier mitnehmen, zeigt man, und dann zeigt er mir unter eine Sekunde rot. Das finde ich schon cool. Das kann man dann auch einstellen. Und wenn ich mich wieder fallen lasse, wird es orange und auf 1,7, 1,8 Sekunden wird es wieder grün. Ja, bis ich vorgehe. Ja, das wollte ich euch mal noch kurz zeigen. So, jetzt machen wir mal Ausstiegsassistent, ob der funktioniert. Ich steige mal aus. Ah! Und es blinkt hier auch. Okay, cool. Das hat schon mal funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht und auch recht schnell, muss ich gestehen. Wir probieren es dann auch gleich mal noch auf der Rücksitzbank, ob es da auch funktioniert. Jetzt schauen wir mal. Noch einmal testen, inwieweit weg der das schon macht. Ah ja, ja, okay, macht auch, ne? Schon recht weit sogar. Jetzt gehe ich mal nach hinten. Jetzt probieren wir das mal hinten, ob das auch funktioniert. So, jetzt probieren wir das auch mal auf der hinteren Sitze. Ach, geil, sehr geil. Also ich hocke hinten und steige aus und er meckert auch. Also funktioniert, haben wir getestet. Auch auf den hinteren Plätzen, sehr gut. Ausstiegsassistent Renault Espace. So, Checker-Freunde, kommen wir kurz zum Fazit der Assistenzsysteme. Ich habe es hier nochmal aufgelistet. Wie gesagt, was ich ein bisschen doof finde, das mache ich gleich, bevor ich es vergesse, dass ich jedes Mal die automatische Kilometeranpassung wieder neu eingeben muss.
Ja, ich finde, es ist eine persönliche Sache. Ich stelle sie ein, dann ist sie drin. Okay. Aber ansonsten, ich habe hier nochmal ja alle aufgeschrieben, die Assistenzsysteme. Guckt euch das Video an, LED-Video mit dem Fernlichtassistent, funktioniert top. Ja gut, ASB, ESP, ASR und so weiter. Top, Müdigkeitswarner habe ich nicht gebraucht, ich war immer fit. Wohl. Notfall-Spurhalteassistent, also der Spurhalteassistent selber funktioniert gut, macht es schön weich und lenkt sauber zurück. Funktioniert auch, wird auch grafisch dargestellt, sehr gut. Elektrische Parkbremse, Auto holt, klar, funktioniert auch tadellos. Verkehrszeichenerkennung, gut, braucht ab und zu ein bisschen, hat nicht jedes Verkehrszeichen gleich sofort erkannt. Das fand ich ein bisschen schade, weil in der Kombination mit dem automatischen Geschwindigkeitsübernahme, was er hier mit diesem extra Driving Assist Paket macht, für 500 Euro, hat das dann nicht immer gleich übernommen. Da muss man warten bis zum nächsten Schild. Aber die Übernahme sonst auf Stadt, Land, Fluss, sag ich mal, und auch ansonsten hat es gut funktioniert, hat es auch schnell übernommen, hat auch schön runtergebremst, auch mit Rekuperation zu diesem Schild hin mit der Geschwindigkeit. Das hat mir gut gefallen. Auch Kreisverkehre etc. hat er gesehen, schärfere Kurven hat er die Geschwindigkeit runtergenommen. Also das alles über das System hat wirklich gut funktioniert. Tote Winkelwarner hat gut funktioniert, Querverkehrwarner rückwärts ausparken hat richtig gut funktioniert. Ausstiegsassistent hat mir sehr gut gefallen. Automatischer Abstand und dann beschleunigt schon, wenn ich blink, fand ich auch sehr gut. Hat mir auch gut gefallen. Im Großen und Ganzen haben die Assistenzsysteme eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Hat auch schön Abstand abgebremst, hat auch Stärke abgebremst. Also ja, im Großen und Ganzen so ein paar Kleinigkeiten, wie ich gerade gesagt habe, nicht ganz so gut. Aber ansonsten gute Assistenzsysteme drin, viele auch schon Serie. Nehmt das Paket mit dazu, da habt ihr dann ein richtig gutes Auto. Für mich immer noch ein Thema für die Autobahn, ganz klar. Ja, aber Renault habt ihr gut gemacht. Danke nochmal Autohaus Lore für dieses tolle Fahrzeug zum Testen. Wir geben den jetzt wieder ab in Oschelsheim. Ja, das war's schon. Schaut euch die ganzen anderen Videos an, was wir noch haben. Müssten 6 oder 7 bis in einer Woche spätestens alle online sein. Und dann könnt ihr euch das tolle Fahrzeug, finde ich, mir hat das sehr gut gefallen, mal anschauen virtuell. Macht's gut, bis dann, ciao.